Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Recyceln. Herr Bulle, der Müllmann, leert die Mülltonne aus. Es ist früh am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle, so leise zu sein, wie er nur kann. Aber Herr Bulle ist nicht besonders gut im Leisesein. Peppa und Schorsch sind gerade mit dem Frühstück fertig. Was ist das für ein Lärm? Das ist Herr Bulle, der Müllmann. Hallo, Herr Bulle. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufenweise Müll zusammen. Tschüss. Tschüss. Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut. Der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Peppa, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Peppa, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? In den grünen. Ja. Das macht Spaß. Jetzt ist Schorsch dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? Schorsch möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, Schorsch. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, Schorsch. Zeitungen kommen in den roten Korb, Schorsch. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt, jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra, auf geht's. Mama Wutz hat die Flaschen, Peppa hat die Blechdosen und Schorsch hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Blechdosen, Flaschen, Zeitungen. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Das ist der Wertstoffhof von Frau Mümmel. Wir sind da. Hurra! Hallo, ihr da. Hallo, Frau Mümmel. Kommt ihr alle zum Recyceln? Ja, genau. Wunderbar. Also los. Was macht Frau Mümmel da? All die alten, rostigen Autos recyceln. Boah. Wer kann mir sagen, wo die Flaschen reinkommen? In den grünen. Stimmt, genau. Und die Dosen in den blauen. Das stimmt, Peppa. Schorsch möchte die Zeitungen recyceln. Okay, Schorsch, dann machst du die Zeitungen. So, das ist genug Recycling für heute. Ja, gehen wir nach Hause. Oh, wo ist unser Auto hin? Das Auto ist verschwunden. Zurücktreten! Frau Mümmel will das Auto recyceln. Stopp! Das ist unser Auto. Was? Ist das wahr? Ja! Ja. Unser Auto ist doch nicht alt und rostig. Wie dumm von mir. Ich liebe recyceln eben. Ja, tun wir auch. Aber wir lieben auch unser kleines Auto. Ja, und unser kleines Auto liebt uns auch, oder nicht? Das neue Auto.
Heute macht Familie Wutz einen Ausflug in ihrem roten Auto. Wollen wir ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Peppa und Schorsch fahren sehr gern mit dem Auto. Seid ihr startbereit? Sind wir. Dann geht's los. Ich mag unser Auto. Und unser Auto mag uns. Nicht wahr? Oje, das Auto klingt aber gar nicht gut. Was ist los, Papa? Ich weiß nicht. Wir bringen es zu Opa Wurfs Werkstatt. Er kann nachschauen. Eine gute Idee, Mama Wutz. Opa Wuff hat eine Autowerkstatt. Er kennt sich mit Autos bestens aus. Oh je, Papa Wutz. Dein Auto klingt aber gar nicht gut. Kannst du es reparieren, Opa Wuff? Ja, aber es wird den ganzen Tag dauern. Oh. Wir wollten doch heute einen Ausflug machen. Kein Problem. Ihr könnt gern so lange dieses neue Auto ausleihen. Ja. Dankeschön, Opa Wuff. Wollt ihr ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Ich drück nur auf diesen roten Schalter. Was für ein erstaunliches Auto. Boah. Wenn ihr zurückkommt, ist euer Auto fertig. Danke, Opa Wuff. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen. Peppa und ihrer Familie gefällt das neue blaue Auto. In diesem Auto gibt es aber viele Schalter. Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Mal sehen. Zauberfenster. Papa, mach die Zauberfenster runter. Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich mag dieses neue Auto. Behalten wir es? Nein, wir behalten es nicht, Peppa. Wir haben es nur für heute ausgeliehen. Oh. Oh nein, ich glaube, es gibt Regen. Ja, schnell das Verdeck zu. Aber welcher ist der Verdeckzuschalter? Ups, Fehlanzeige. Aha, das muss der Schalter sein. Das neue blaue Auto hat Papa Wutz nass gespritzt. Dummer Papa, das ist nicht das Verdeck. Der Schalter. Ups, wieder falsch. Der Schalter. Hilfe! Oh je, wo ist bloß der richtige Schalter? Ich glaube, das Auto mag mich nicht. Versuchen wir den roten Schalter. Aber jetzt regnet's nicht mehr. Können wir das Dach wieder aufmachen? Ja. Welcher Schalter war's noch? Der rote war's. Hurra! Opa Wuff hat das Auto repariert. Euer Auto ist fertig. Hurra! Danke dir, Opa Wuff. Behalte den Rest. Vielen Dank, Papa Wutz. Gute Fahrt. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Ah, unser altes Auto ist doch das Beste. Ich mochte das neue, aber unser altes Auto mag ich lieber. Und ich glaube, unser altes Auto mag uns. Nicht wahr? Die Tankstelle von Opa Clef. Das ist die Tankstelle von Opa Clef. Da kommen Peppa und ihre Familie mit ihrem Auto. Hallo Klausi. Hallo Peppa. Was können wir für euch tun? Wir haben Benzin, Luft für die Reifen und eine neue automatische Waschanlage. Zwei Eis am Stiel bitte. Oh. Aber sicher. An der Tankstelle von Opa Clef gibt es viel zu kaufen. Sogar Eis am Stiel. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen.
Ich liebe unser Auto. Hoho. Und unser Auto liebt uns auch. Oder nicht? Auweia, das Auto ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Es springt nicht an. Ich weiß was. Ich ruf Opa Clef an. Opa Clef am Apparat. Hilfe! Unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie! Rettungsaktion läuft! Rettungsaktion läuft! Guckt mal, da sind Klausi und Opa Clef. Hurra! Opa Clef weiß alles über Autos. Ist es was Ernstes? Nein, ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Clef schleppt Pippas Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Clef tankt Pippas Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Clef. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Wir hatten kein Benzin mehr. Opa Clef hat uns gerettet. Boah, wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein, aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Clef uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Clef am Apparat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke. Bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Wir kommen, um euch zu retten. Hurra! Opa Clef füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Clef. Hier kommen Oma und Opa Wutz mit ihrem Auto. Hallo zusammen. Hallo, Opa Wutz. Hättet ihr gern etwas Benzin oder Luft? Nein, danke. Ich möchte deine neue Waschanlage ausprobieren. Selbstverständlich. Sie ist computergesteuert. Willkommen. Ich bin die Waschanlage der Zukunft. Zuerst Seifenlauge. Dann spülen. Und zum Schluss polieren. Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Auweia, der Computer ist kaputt und Opa Wutz Auto steckt fest. Ah, unternimm etwas, Opa Clef. Oh. Ich weiß nicht, wie man Computer repariert. Mein Papa hat unseren Computer repariert. Naja, ich habe ihn eigentlich nicht repariert, ich habe ihn bloß... Gut, dann ist das ein Auftrag für Papa Wutz. Vielleicht schalte ich ihn einfach mal aus. Und dann schalte ich ihn wieder ein. Papa Wutz hat die Waschanlage repariert. Hurra! Opa Clef ist der beste Autoreparierer. Aber mein Papa hat die Waschanlage repariert. Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Verkleiden. Peppa und Schorsch spielen in Mamas und Papas Schlafzimmer. Was ist das? Peppa hat eine Kiste mit alten Kleidern entdeckt. Boah. Das ist Papas Hut. Und das ist Mamas Kleid. Schorsch,
Sollen wir uns als Mama und Papa verkleiden? Hier ist Papas Hut. Und hier ist Papas Mantel. Du bist Papa Wutz. Und jetzt komm ich. Ich wär jetzt wohl Mama. Das ist Mamas Hut. Papa Wutz, wo sind deine Schuhe? Ich hätte wohl Stöckelschuhe. Und jetzt muss ich mich schön machen, so wie Mama. Peppa hat Mamas Schminkkästchen gefunden. Aha. Zuerst Puder. Sehr hübsch. Und jetzt noch Lippenstift. Mama Wutz ist so schön. Beeilung, Papa Wutz. Du musst jetzt zur Arbeit. Mama Wutz arbeitet am Computer. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie bitte, meine Dame? Peppa, ich hab nur Hallo gesagt. Ich bin nicht Peppa. Ich bin Mama. Ach so, natürlich. Hallo, Mama Wutz. Hallo. Und das ist Papa Wutz. Schorsch! Dir auch guten Tag, Papa Wutz. Entschuldigt mich. Ich habe noch eine Menge zu tun. Hallo? Ja. Machen Sie das. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen. Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Ich hoffe, du trägst nicht deine besten Anziehsachen bei dieser Schmutzarbeit. Ich will jetzt auch mal so laut grunzen. Eiscreme für alle! Eiscreme? Peppa? Schorsch? Zieht die dreckigen Klamotten aus, bevor ihr esst. Ich bin Mama und das ist Papa. Bist du sicher? Ja. Und wo sind Peppa und Schorsch? Weiß ich nicht. Oh, zu schade. Ich habe nämlich ihr Lieblingseis gekauft. Aber wenn sie nicht da sind, dann... Hier sind wir. Peppa! Schorsch! Da seid ihr ja. Ja, Mama. Wir haben uns doch nur verkleidet. Da habt ihr uns wohl reingelegt. Kostümparty. Peppa und Schorsch geben eine Kostümparty. Sie haben alle ihre Freunde eingeladen. Peppa hat sich als Zauberfee verkleidet. Und Schorsch geht als Dinosaurier. Hier sind Wendys Freunde. Luzi Locke, Klausi Kleff, Molly Mietze, Luisa Löffel und Pedro Pony. Luzi geht als Krankenschwester. Hallo, Luzi. Hallöchen, Herr Wutz. Gut, dass Sie da sind, Schwester Luzi. Kommen Sie aus dem Krankenhaus? Ich bin keine echte Schwester. Ich bin nur verkleidet. Der Witz war gut. Na, und wen haben wir hier? Ich bin ein Pirat. Landratten in Sicht.
Ich bin eine Hexe. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Nee. Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und was bist du, Luisa Löffel? Eine Karotte. Fantastisch. Kommt rein. Drinnen warten eine Zauberfee und ein Dinosaurier. Hallo alle zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Ich bin Zauberfee Peppa. Du musst dich verbeugen, wenn du zu mir sprichst. Hallo Majestät. Ich bin Schwester Luzi. Sag mal A. Ah. Also A. Ah. Nee. Ich bin ein Clown. Mach mal was Lustiges. Luisa, warum hast du dich als Karotte verkleidet? Ich mag Karotten. Sausia. Ein gefährlicher Dinosaurier. Peppa bewundert sich im Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste hier im Land? Du allein, Peppa. Miau. Hallo, Peppa. Hallo. Ich bin eine Zauberfee. Ich bin eine Hexe. Miau. Ich habe einen Zauberstab. So einen habe ich aber auch. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Dann verwandle ich dich auch in einen Frosch. Sausia. Oh je, Schorsch hat Angst vor seinem Spiegelbild. Du armer Schorsch. Guck, das ist doch dein Spiegelbild. Also, jetzt wollen wir mal gucken, wer von euch allen das schönste Kostüm anhat. Wer sucht es aus? Ich! Da es Peppas Party ist, sollte sie der Preisrichter sein. Ich bin der Preisrichter. Was ist ein Preisrichter? Der sucht das schönste Kostüm aus. Toll, das mache ich. Peppa überlegt, wer das beste Kostüm anhat. Luzi, kann ich bitte mal dein Kostüm anschauen? Ich bin Schwester Luzi. Ich mache Leute gesund. Sehr gut, Schwester Luzi. Jetzt Klausi. Ich bin ein Pirat. Landratte in Sicht. Jetzt Molly. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich verwandle dich in einen Frosch. Gut, ich bin eine Zauberfee und verwandle dich in einen Frosch. Hört auf, ihr zwei. Entschuldigung. Wer ist dran? Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und jetzt Luisa. Ich bin eine Möhre. Lustig. Und mein kleiner Bruder Schorsch ist ein gefährlicher Saurier. Alle sind ganz toll verkleidet. Hurra! Jetzt sagst du, wer der Gewinner ist. Au ja. Und gewonnen hat ich. Peppa, du kannst dich nicht selbst wählen. Du bist der Preisrichter. Oh, schade. Such jemand anderen aus. Okay, die Möhre gewinnt. Hurra! Danke. Peppa findet Kostümpartys großartig. Aber nicht nur Peppa.